Der Test. Land Rover will mehr Stückzahl machen, dafür braucht es ein massentaugliches Modell, das heißt Discovery Sport, hat 7 Sitze und einen Kampfpreis. Den werden wir jetzt einmal über den Eisdreck schupfen, allerdings nicht in Braun, weil die Farbe finde ich furchtbar, deswegen holen wir uns jetzt gleich einen roten. Moment mal, nicht so eilig, lieber Tom. Bevor du den Bleifuß verönst, lass uns doch mal einen Blick in den braunen Discovery Sport werfen. Ah ja, ein echter Land Rover. Feines Leder und wohnliches Ambiente, garniert mit Premium-Design und massig Platz. So viel Platz, dass sich sogar eine dritte Sitzreihe ausgeht. Dorthin haben wir gleich mal unseren Praktikanten verbannt. Zugegeben, für Niklas ist es ein wenig eng, aber Volksschüler sitzen wahrscheinlich recht bequem in Reihe 3. Für gewöhnlich wird man ohnehin die dritte Reihe im Kofferraumboden versenken und das Gestühl der zweiten Reihe ganz nach hinten schieben. So bestuhlt bietet das Fond tatsächlich genauso viel Platz wie im großen Range Rover. So oder so, der Discovery Sport ist ein echtes Raumwunder. Aber jetzt wird es Zeit für den roten Disco-Sport und ein wenig Action. 190 Diesel PS treffen hier auf eine 9-Gang-Automatik und Allradantrieb und fast 1900 Kilo. Das klingt jetzt ein wenig nach Pampers Bomber, aber der Discovery Sport macht seinem Namen alle Ehre. Normalerweise sagt man etwas mit ein bisschen mehr Bodenfreiheit, 7 Sitzen und einer schicken Optik. Da springen die Vorstadtmamas richtig an, weil damit kann man die Kinder zum Schwimmtraining bringen und die von den Nachbarn auch noch mitnehmen. Der Disco Sport kann das natürlich auch alles, auch 7 Sitze. Allerdings, wenn es heute fortkommt, geht das Ding richtig, richtig gut. Newtonmeter stellt der Selbstzünder zur Verfügung. Das reicht, um den Discovery Sport bei richtiger Handhabe atemberaubend über einen vereisten Kurs zu jagen. Dabei bleibt er selbst auf diesem schwierigen Untergrund sehr gut beherrschbar. Aber bitte, liebe Zuseher, auch wenn der Disco-Sport über ein überlegenes Allradsystem verfügt, machen Sie unsere Stunts besser nicht nach. Er ist geräumig und er lässt sich durchaus auch sportlich bewegen. Solche Talente müssen meist teuer bezahlt werden. Nicht so beim Discovery Sport. Denn der steht tatsächlich schon ab rund 33.000 Euro beim Händler. Ein echter Kampfpreis. Der Discovery Sport ist eine ganz eine klare Ansage. Wir wollen in diesem Kompaktsegment ein fantastisches Angebot in den Markt bringen. Wir hören das von den Kunden, die von zum Teil auf größeren oder größer wirkenden Fahrzeugen kommen und sagen, was, das gibt es schon um diesen Preis, was für eine tolle Alternative und ich habe innen so viel Platz. Und all das noch dazu, was ein Land Rover zu einem Land Rover macht. Also wir denken, das ist ein sehr, sehr attraktives Angebot und haben auch hohe Erwartungen an diesen Wagen. Bei einem Land Rover stellt man auch immer hohe Erwartungen an die Geländegängigkeit. Auch wenn der natürliche Lebensraum des Discovery Sport der städtische Bereich sein wird, einen vereisten Berghang reißt er trotzdem noch immer nieder. Wenn es sein muss, lässt es sich nämlich auch richtig offroaden. Auch wenn der Ausflug in die Berge mit dem jüngsten Modell von Land Rover richtig Spaß macht, lieber Tom, es wird Zeit fürs Fazit. Mein Go-Fazit zum Land Rover Discovery Sport. Die Vorstadtmamis werden ihn lieben, denn es passen jede Menge Kids hinein, die man dann zum Schwimmtraining bringen kann. Aber auch die Papas werden sich den Schlüssel ab und zu ausborgen, denn der kann wirklich Offroad und er kann Sport. Und genau deswegen drehe ich jetzt noch ein paar heiße Runden.